über diese quasi dreitägige Finsternis, wie man sie auch so nennt, eben auch diese Finsternis, die sein wird, wo dann er davon spricht. Und ich will es jetzt einfach mal so vorlesen, dass wir das so im Ganzen dann erkennen können, wieso das sich nach und nach ereignet. Mein Sohn, er kriegt eine Vision 1949. Mein Sohn, ich habe mich gesehen nach dieser Stunde gesehnt, in der ich dir wieder die große Liebe meines Herzens offenbare. Bete zu mir, ermahne andere, dasselbe zu tun, denn die Zeit ist nahe, wo ich meine ungläubigen Menschen besuche, die die Zeit der Gnade verachten. Verharre im Gebet, sodass deine Widersacher keine Gewalt über dich bekommen. Sag meinen Leuten, sie sollen vorbereitet sein, alle Zeit, weil mein Gericht plötzlich über sie kommen wird, wenn sie es nicht erwarten. Und niemand wird mir entrinnen. Ich werde sie alle finden. Ich werde die Gerechten schützen. Achte auf die Sonne und den Mond und die Sterne am Himmel. Wenn sie unruhig und ruhelos erscheinen und sich seltsam bewegen, weißt du, dass der Tag nicht mehr fern ist. Bleibt stark im Gebet und wachet, bis der Engel der Zerstörung eure Türen passiert hat. Betet, dass diese Tage abgekürzt werden. Also wieder, wenn unsere Herzenstüren mit dem Blut des Lammes bestrichen sind, durch das Sakrament, durch die Nachfolge Jesu Christi, dann geht auch der Engel vorbei, wie im Alten Testament bei dem israelitischen Volk, bei der letzten Plage, wo dann der Pharao eingewilligt hat, wo der Erstgeborene gestorben ist, diese letzte Plage, das Passia-Fest, der Vorübergang des Herrn, wo er überall vorbeigegangen ist, wo die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen wurden. Auch wir haben unsere Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen und sind erlöst durch den teuren Lösepreis des kostbaren Blutes. Weiter sagt der heilige Pater Pio am 23.01.1950: Bete, kehr um. Große Dinge stehen auf dem Spiele. Bete. Menschen rennen in den Abgrund der Hölle mit großer Lust und Vergnügtheit, als wenn sie zu einem Maskenball gehen oder zu einem Hochzeitsfest des Teufels selbst. Unterstütze mich bei der Rettung der Seelen. Das Maß der Sünden ist voll. Der Tag der Rache mit seinen erschreckenden Ereignissen ist nah, näher als du dir vorstellst. Und die Welt wiegt sich in falscher Sicherheit. Das göttliche Gericht wird einschlagen wie ein Blitzschlag. Diese gottlosen und bösen Menschen werden zerstört werden ohne Gnade, gegen das die Bestrafung der Leute von Sodom und Gomorra nicht sein wird. Ja, ich sage dir, ihre Bosheit war beim Menschengeschlecht nie so groß wie heute. Pater Pio. Das spricht für sich. Sehen wir auch in vielerlei Hinsicht, was Boshaftes und Böses getan wird. Wie es heißt, sie sind erfinderisch im Bösen. Weiter geht es. Folgendes sagt Pater Pio am 8.01.1950: Haltet eure Fenster geschlossen. Seht nicht hinaus. Brennt eine gesegnete Kerze an. Sie wird für viele Tage reichen. Betet den Rosenkranz, lest geistige Bücher, macht geistige Kommunion und Taten der Liebe, welche uns erfreuen. Betet mit ausgestreckten Armen oder werft euch zu Boden, damit vielleicht viele Seelen gerettet werden. Geht nicht aus dem Haus, sorgt euch mit ausreichend Essen, also für diese Tage. Die Kräfte der Natur werden im Gange sein und ein Feuerregen wird die Leute zittern lassen vor Angst. Habt Mut, ich bin mitten unter euch.
weiter, eine längere Botschaft, die ich auch vorlesen will, von Pater Pio, wo es dann dezidierter hineingeht in dieses Ereignis und nachher etwas ganz Neues anbrechen wird nach diesem Ereignis. Das ist die große Reinigung. Schreibt er am 7.2.1950, gebt Acht auf die Tiere in diesen Tagen. Ich bin der Schöpfer und Beschützer der Tiere als auch der Menschen. Ich werde euch vorher einige Zeichen geben. Zu welcher Zeit ihr mehr Futter für sie unterbringen sollt. Ich werde das Eigentum der Auserwählten beschützen, inklusive die Tiere. Lass niemanden auf den Hof. Wer rausgeht und die Tiere füttert, wird sterben. Bedeckt eure Fenster sorgfältig. Meine Auserwählten sollen meinen Zorn nicht sehen. Habt Vertrauen zu mir und ich werde euer Schutz sein. Hurricanes des Feuers, das heißt auch immer wieder in der Heiligen Schrift, er wird durch Blut und Feuer reinigen. Hier Hurricane des Feuers werden ausströmen aus den Wolken und sich über die ganze Erde verbreiten. Stürme, Unwetter, Blitz und Erdbeben werden die Erde bedecken für 2 Tage. Ein ununterbrochener Feuerregen wird niedergehen. Es wird beginnen während einer sehr kalten Nacht. All das ist der Beweis, dass Gott der Herr, der Schöpfer ist. Die, die auf mich hoffen und meinen Worten glauben, haben nichts zu befürchten. Seht ihr? Wieder diese frohe Botschaft, haben nichts zu befürchten. Aber irgendwann kommt das Gericht dann über die, die einfach nicht wollen. Wo dann die Barmherzigkeit am Ende ist und wo dann der gerechte Richter auch Sanktionen in der Weise schenkt. Vielleicht kann auch noch in diesem Feuerregen noch viele umkehren können, so wie bei der Sintflut. Da sind auch noch viele sicherlich gerade in den Wassern, die da gekommen sind, haben zu Gott gerufen, Gott, erbarme dich, vergib mir, hab Erbarmen mit mir. Was da möglich ist, das überlassen wir der unendlichen Barmherzigkeit eben, der jedem Seele verfolgt mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, der keinen aufgibt bis zuletzt. Aber wenn der Mensch nicht will, dann wird auch mal gereinigt und sonst würden ja die gut sind, überhaupt nicht mehr überleben können. Er setzt dem Bösen eine Grenze. Er tötet auch diesen Antichrist und wirft ihn mitsamt dem Leib in die Hölle hinab, in den Feuersee. So wie er im Leib, man muss es auch so sehen, im Leib im Himmel ist. Er ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren, wie Maria auch. Aber hier stürzt auch einer hinab mit dem Leib, indem er so gesündigt hat und gegen Christus gekämpft hat. Weiter heißt es hier, aus den Wolken werden Orkane von Feuerströmen sich über die Erde verbreiten. Sturm und Unwetter, Donnerschläge und Erdbeben werden einander folgen. Unaufhörlich wird der Feuerregen niedergehen. Der Wind wird Gift und Gas mit sich führen, das sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Damit ihr euch auf das Ereignis vorbereiten könnt, gebe ich euch folgendes Zeichen. Die Nacht ist sehr kalt, der Wind braust und nach einiger Zeit wird der Donner einsetzen. Dann versperrt alle Türen und Fenster und sprecht mit niemandem außerhalb des Hauses. Kniet euch nieder vor dem Kreuz und bereut eure Sünden. Bittet meine Mutter um ihren Schutz, während die Erde bebt. Schaut nicht hinaus, denn der Zorn meines Vaters ist heilig. In der dritten Nacht werden Erdbeben und Feuer aufhören und am folgenden Tag wird die Sonne wieder scheinen. Die Engel werden vom Himmel steigen und den Geist des Friedens
über die Erde bringen. Das ist das Friedensreich dann, das anbrechen wird, das ich nachher noch vorlesen werde, vielleicht in einem folgenden Vortrag. Ein Gefühl von unermesslicher Dankbarkeit wird die ergreifen, die diese schrecklichen Prüfungen überlebten. Es geht gut aus. Ich habe auch Seelen aus anderen Ländern gewählt, die diese Offenbarung erhalten haben, wie Belgien, Schweiz, Spanien, sodass diese Länder auch vorbereitet sind. Betet den Rosenkranz, aber betet ihn gut, sodass eure Gebete den Himmel erreichen. Bald wird eine schreckliche Katastrophe über die ganze Erde kommen. Jetzt wird es nochmal aufgerollt, wie sie niemals zuvor bezeugt worden ist. Eine furchtbare Züchtigung wie nie zuvor. Wie sorglos die Menschen sind wegen dieser Dinge. Diese werden so bald über sie kommen, gegen alle Erwartungen. Wie gleichgültig sie sind in Vorbereitung auf diese Ereignisse, durch die sie bald hindurch müssen. Das Gewicht von Gottes Waage hat die Erde erreicht. Der Zorn meines Vaters wird über der ganzen Welt ausgeschüttet werden. Was ist der Zorn? Weil der Mensch sich nicht retten lässt. Das ist der Zorn. Er hört nicht und will dann nicht. Gott zwingt niemanden in den Himmel. Gott zwingt niemanden in den Himmel. Und dann muss er einen Ort schaffen und dann macht er auch einen Ort und behält einen Ort, wo die sein dürfen, die ihn nicht wollen. Was ein schrecklicher Gedanke. Wir beten für jeden Menschen, wir drücken auf die Gebetstube, wir machen alles, dass das nicht passiert, dass unsere Brüder und Schwestern, auch wenn sie es gar nicht wissen, wenn sie so in den Tag hineinlegen, leben und überhaupt nichts machen, uns vielleicht noch quälen, weil wir gläubig sind, weil sie uns noch attackieren und piesacken und verunmöglichen, verspotten oder sonst irgendwas machen. Wir beten, ihr müsst es wissen, wir beten für jeden. Weil eine Ewigkeit in der Hölle, wem würden wir das wünschen? Niemandem. Das ist die Liebe von uns Christen, die wir auch mal sagen dürfen. Und wenn dieser Vortrag jemand hört, der noch gar nichts weiß, dann wisst ihr, wir beten. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern, wir lassen keinen allein. Wie auch Christus, weil wir ihm nachfolgen, auf Golgotha für alle gestorben ist. Er hat keinen abgeschrieben, sogar den schlimmsten Sünder nicht. Wenn er nicht im Himmel ist, ist es seine eigene Schuld. Weil er ihn nicht angenommen hat in seiner unendlichen Barmherzigkeit. Weil er der Wahrheit kein Gehör geschenkt hat. Eher der Lüge und der Sünde das Herz geöffnet hat. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Wir wissen es. Aber wir lassen unsere Brüder und Schwestern nicht allein. Das meinen wir ernst. Es ist das Entscheidendste. Sonst sind wir keine Christen. Sonst folgen wir Jesus nicht nach, der keinen abschreibt. Sondern jedem den Himmel wünscht. Und das wünschen wir wirklich jedem. Das wünsche ich jedem aus ganzem Herzen. Und das ist wichtig, es auszusprechen. Es gibt auch Kraft im Herzen. Das bewegt uns im Herzen. Weil dadurch hat auch Jesus sein Herz durchbohren lassen, um alles zu tun, um seine Kinder zu retten. Keiner müsste verloren gehen. Diese Botschaft dürfen wir verkünden. Es ist eine frohe Botschaft, auch wenn wir von dieser Negativität ständig heimgesucht werden, dass halt viele diesem Antichrist nachlaufen und viele eben nicht das Evangelium glauben und nicht an das Gute glauben und alle möglichen Ausreden haben, bis zum geht nicht mehr, um nur so weiterzuleben, wie sie wollen. Meistens, weil sie eben gerade die Finsternis und die Sünde mehr lieben als das Licht. Dann kämpfen sie mit allen Mitteln, mit allen Bandagen gegen das Christentum. Aber wenn wir das Leben dann mal anschauen von ihnen,
was da für Sünden hervorkommen. Und dann erkennen wir wirklich, wie tief die Liebe zur Sünde ist bei ihnen. Nein, die darf bei uns nicht sein. Unsere Liebe ist nicht eine Liebe zur Sünde, sondern eine Liebe zum Herrn. Und wenn wir gesündigt haben, so steht es im ersten Johannesbrief, dann haben wir einen Beistand beim Vater, der für uns eintritt. Er ist die Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Da gehen wir demütig zu ihm hin, wenn wir gefallen sind, und bitten ihn um Vergebung. Haben wir einen anderen Erlöser? Kann ein anderer uns retten? Kann ein anderer uns befreien? Kann ein anderer uns in den Himmel bringen? Nur der einzige Erlöser Jesus Christus kann das. Und meine Lieben, dass er das gemacht hat am Kreuz, das ist eine frohe Botschaft. Wenn wir die nicht verkünden, dann sind wir keine Christen. Wenn wir die nicht verkünden und unsere Brüder und Schwestern, egal wie sie in der Sünde sind, egal wie fern dass sie von unserem Gott sind, wo wir aus ganzem Herzen ihnen doch das wünschen würden, wie sie manchmal gegen einen kämpfen, einem hassen, schneiden und attackieren was ich da schon für Geschichten gehört habe, wo man richtig regelrecht spürt, wie das Dämonische und der Zugriff des bösen Feindes auf ihnen ist und wie sie im Grunde die Nähe Christus in uns nicht ertragen, weil sie einem anderen die Tür geöffnet haben und da oft einmal die beiden Reiche aufeinander prallen, das Reich Jesu Christi und das Reich des bösen Feindes. Aber das müssen wir aushalten. Unsere Liebe muss so groß sein, weil der Herr diesen Sturm der Hölle auch ausgehalten hat auf Golgotha. Den müssen wir aushalten, damit möglichst viele gerettet werden, die sich retten lassen wollen. Das ist unser innerster Beweggrund. In der Nachfolge Jesu Christi, wenn er für alle gesorgt haben, sorgen wir auch für alle. Wir beten für alle und wir liegen Gott Tag und Nacht auf der Tasche, um dass alle gerettet werden, wenn wir über diese Dinge sprechen. Aber der nicht will, der wird hinweggenommen, wie es am Ende sein wird. Der eine wird auf dem Bett liegen und der andere auch. Und der eine wird weggenommen, der andere zurückgelassen. Der eine wird an der Mühle mahlen und eine andere Frau auch. Eine wird hinweggenommen, die andere zurückgelassen. Es kommt die Scheidung der Geister und das kann nur Gott tun. Wir dürfen niemanden verurteilen, wir dürfen niemanden richten, machen wir auch nicht. Aber wir müssen verkünden, dass dieses Gericht kommen wird und jeder sich doch jetzt mal anschauen kann, ob er wirklich ohne Sünde vor Gott steht. Alle haben wir gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben alle es nötig, umzukehren. Ganz, ganz wichtig. Diese Katastrophe wird über die Erde kommen wie ein Blitz. In diesem Moment wird das Licht der Morgensonne ersetzt werden durch schwarze Dunkelheit. Niemand soll das Haus verlassen oder aus dem Fenster sehen, jetzt wird es nochmal wiederholt, von diesem Moment an, ich selbst werde kommen mitten im Blitz und Donner. Die Bösen sollen mein göttliches Herz erblicken. Es wird eine große Verwirrung sein, wegen dieser totalen Dunkelheit, die die ganze Erde umzieht und viele, viele werden sterben aus Furcht und Verzweiflung. An diesen Tagen der Finsternis soll niemand das Haus verlassen oder aus dem Fenster sehen. Die Dunkelheit wird einen Tag dauern und eine Nacht, gefolgt von einem weiteren Tag und einer Nacht und noch einem Tag. Aber in der folgenden Nacht werden die Sterne wieder scheinen und am nächsten Morgen wird die Sonne wieder aufgehen und es wird Frühling sein. An
den Tagen der Dunkelheit sollen meine Auserwählten nicht schlafen. Sie sollen unaufhörlich beten und sollen nicht von mir enttäuscht sein. Ich werde meine Auserwählten sammeln. Die Hölle wird glauben, die ganze Erde zu besitzen, aber ich werde sie bändigen. Seht ihr? Wieder und wieder habe ich die Menschen gewarnt und oft gab ich ihnen günstige Gelegenheiten, zum richtigen Weg zurückzukehren. Aber jetzt hat die Bosheit ihren Höhepunkt erreicht, eben gerade in diesem Antichrist. Und die Strafe kann nicht länger zurückgehalten werden. Sagt allen, dass die Zeit gekommen ist, in der sich diese Dinge erfüllen werden. So der heilige Pater Pio. Jetzt noch kurz ein Text, was nach diesen Ereignissen sein wird. Also die Kapitel 24, nach dem Sturz des Antichrist wird die Bekehrung der Völker eintreten. Doch die Wiederkunft Christi zum Gericht wird nicht sofort erfolgen. Es wird dann nochmal später, wie wir hören aus der Heiligen Schrift, ein ganz furchtbarer, schneller Abfall, wo der Satan wieder aus der Hölle heraus darf, weil er ja in die Hölle hinabgefesselt wird, wie aus der Apokalypse hervorgeht. Der Bekehrung der Völker wird eine Friedenszeit und eine neue Blütezeit der Kirche folgen. Das tue ich jetzt am liebsten vortragen, gell? Also, weil dieses Dunkle, ich verabscheue das, aber ich musste mich jetzt mal durchringen, dass ich euch in einer Freude da durchführe, in einer vielleicht auch Klarheit durchführe, in einer Festigkeit durchführe, weil es kommt eine wunderbare Zeit. Ne? Die heilige Hildegard hat geweissagt, wenn dann der Sohn des Verderbens besiegt ist, wird der Menschensohn vor dem Ende der Welt im katholischen Glauben überaus glänzend und schön leuchten, sodass dann offen die Wahrheit durch ihn erkannt und die Falschheit des Sohnes des Verderbens durchaus verworfen werden wird, sagt die heilige Hildegard. Gott hat der heiligen Hildegard weiter mitgeteilt, gegen das Ende der Welt wird die Braut meines Sohnes, die katholische Kirche, seine Kirche, und es werden alle hineingehen wieder in die Kirche und es wird noch ein Hirte und eine Herde geben. Das hat Jesus selbst schon gesagt. Ob zwar sie sowohl von den Vorläufern des Sohnes des Verderbens als auch vom Verderber selbst, vom Antichrist, in ihren Kindern viel heimgesucht worden wird, doch keineswegs vernichtet werden. Sie kann nicht vernichtet werden. Eben wie es heißt, die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das hat er Petrus zugesichert. Sie wird vielmehr am Ende der Zeiten kräftiger und mächtiger sich erheben und schöner und herrlicher sein, sagt er zu Hildegard. Es wird sich also auch zu den Zeiten des Antichrist, der die Kirche wohl bekämpfen, aber nicht besiegen konnte, das Wort des Heilandes erfüllen. Die Pforten der Hölle werden sie, die Kirche, nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Ich habe es vorweggenommen, vor lauter Freude. Die Kirche wird als Sieger über den Antichrist hervorgehen, die Bekehrung der Völker und der Triumph der Kirche nach der 3,5-jährigen Verfolgung durch den Antichrist hat eine Ähnlichkeit mit der glorreichen Auferstehung Christi, die dem bitteren Leiden am Kreuz und der Grabesruhe nachfolgte. Die Geschichte der Kirche hat eine große Ähnlichkeit mit dem Leben Jesu. Und das ist eine Freude. Und nach dem werde ich jetzt in einem folgenden Vortrag noch über das Friedensreich reden und über die folgenden Ereignisse. Das können wir einfach eins zu eins aus der Heiligen Schrift einfach entnehmen. Da werde ich zur Heiligen Schrift kommentieren. Das geht dann ab Offenbarung 20 los bis zum Ende. Jetzt haben wir so einen Durchgang und die Freude ist groß. Es wird gut ausgehen.
Seht ihr, so kann dieses Thema eines Antichrists sogar eine Riesenfreude hervorbringen. Es wird gut ausgehen. Die Mächte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Diese Zusage. Gott wird siegen. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Und der wird mit ihm siegen. Das ist euer Sieg. Euer Glaube. Das ist der Sieg, der uns geschenkt ist, wenn wir glauben an ihn. Und dieser Glaube kann niemand besiegen. Und das ist die Freude. Gott segne uns dazu und ich danke euch, dass ihr einfach zugehört habt, dass ihr mitgegangen seid. Und ich betone es noch einmal, schaut nicht zwischendurch einfach ein Video an und das YouTube an und dann die anderen nicht. Man kann dieses Thema nur verstehen, indem man alle anhört und diese Folge und diese Erklärungen irgendwie mal im Herzen zu sich nimmt und immer mehr versteht. Man kann es auch mehrmals anhören, weil es ist schon eine gedrängte und dichte Sache, wo ich jetzt wirklich schon über 30 Jahre darüber nachdenke und der Herr hat mir keine Ruhe gelassen. Jetzt musst du dran gehen. Und ich bin froh, dass ich dran gegangen bin, weil ich habe eine Freude im Herzen. Das ist immer ein ganz, ganz gutes Zeichen, weil die Freude und der Frieden im Herzen, dass man es getan hat, dass man an diese heißen Eisen dran geht, wo oft einmal wirklich wenige dran gehen, aber ich doch eine Freude habe. Wir müssen, weil der Herr drängt uns. Nicht nur ein Teil zu verkünden, nur die Rosinen herauszunehmen aus dem Wort Gottes und so nach dem Mund zu reden bei den Menschen, das ist kein Christentum. Sondern wir müssen das ganze Wort verkünden, alles. Und da gehört auch die Apokalypse dazu und die schwierigen Texte. Und da bin ich mal froh, dass der Herr mir den Mut gegeben hat. Ich habe den nicht aus mir, ich bin eigentlich sehr schwach. Aber eben, es heißt so, rühme dich deiner Schwachheit, damit in deiner Schwachheit meine Kraft zur Vollendung kommt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, so sagt er es durch den heiligen Paulus. Und in dieser Schwachheit hat der Herr doch mit seiner Kraft gewirkt. Und ich danke ihm aus ganzem Herzen. Wir dürfen dann nochmal ganz in die Positivität im nächsten Vortrag gehen, weil es ist einfach schön, diesen wunderbaren Ausblick zu haben, was der Herr denen bereitet, die ihn lieben. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.